Ich darf Sie an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer Konferenz, der Fachkonferenz Wohnen hier im Freiburger Konzerthaus. Impulse für das Wohnen von morgen. Wir in Freiburg sind schon ziemlich schlau, aber wir wollen noch schlauer werden. Wir wollen das Gute überwinden mit noch Besserem. Und deswegen haben wir uns rund 300 Expertinnen und Experten eingeladen. Sind wir auf dem richtigen Weg? Tun wir die richtigen Sachen? Haben wir die richtigen Instrumente, die richtigen Projekte? Wenn wir jetzt uns inspirieren lassen, dann holen wir uns natürlich die besten Städte in Europa. Wir holen Wien. Wien ist bekannt für seine Wohnungspolitik, ist derzeit einer der Vorreiter auf der ganzen Welt. Wir holen uns München, wir holen uns Amsterdam, wir holen uns Zürich, wo innovative neue Projekte gemacht werden. Wir holen uns Berlin, weil wir dort natürlich auch überlegen können, was können wir von solchen Städten lernen. Das kann man nicht eins zu eins übertragen. Aber natürlich sind da viele Dinge dabei, wo wir auch überlegen können, das machen wir in Freiburg auch. Vielleicht nicht ganz genauso, aber anders. Wir finden den Freiburger Weg, aber mit viel Inspiration auch von außen. Für mich ist die Fachkonferenz Wohnen aus vielen Aspekten interessant und wichtig. Ein besonderer ist aber das genossenschaftliche Wohnen. Ich bin gespannt, wie andere Städte das machen. Dies deshalb, weil wir natürlich in Stühlinger West einen Stadtteil bauen wollen mit gemeinwohlorientierten Unternehmen und natürlich auch für den Stadtteil Dietenbach, wo die Genossenschaften auch eine große Rolle spielen sollen. Hallo, ich bin Hilmar von Lojewski. Ich bin der Beigeordnete für Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen und Verkehr im Deutschen Städtetag. Und ich bin nach Freiburg gekommen, um zu hören, was Freiburg macht und um zu erzählen, was in der Diskussion auf Bundesebene läuft. Und da müssen wir uns, glaube ich, auch alle drei Ebenen anschauen. Der Bund erwartet, dass 1,5 Millionen Wohnungen in Deutschland gebaut werden. Wir glauben, dass es ein guter Weg ist, die soziale Wohnraumförderung dafür zu verlängern. Das läuft. Aber wir brauchen vom Bund auch mehr Instrumente, um im Bodenrecht tatsächlich Einfluss ausüben zu können. Die Länder haben die soziale Wohnraumförderung jetzt in der Hand und müssen aufstocken. Wer sozialen Wohnraum will, wer bezahlbaren Wohnraum will, der muss auf Länderebene auch Entscheidungen treffen, nicht nur die Bundesgelder weiterzureichen, sondern selber auch initiativ zu werden. Und in den Städten, da brauchen wir Stadträte, die zu den Entscheidungen stehen. Und das haben wir in Freiburg eigentlich ganz toll gesehen. Da ist eine Planungsverwaltung natürlich froh, wenn ein Stadtrat steht. Wir brauchen eine Akzeptanz, dass klar ist, nicht nur die, die schon da sind, kriegen eine Wohnung, sondern die, die neu kommen, brauchen auch eine. Wir brauchen eine Bereitschaft, Neues zu entwickeln, das aber auf qualitativ hohem Niveau. Das gucken wir uns immer gerne in Freiburg an und finden, da läuft ein guter Weg. Zum dritten Mal große Quartiere in der neuen Entwicklung. Und andersrum, Freiburg schaut auf die Republik. Und dieser Austausch, der hilft uns, der hilft allen Planerinnen und Planern, den Stadträten in der Republik, der Politik, aber umgekehrt hilft er hoffentlich auch den Freiburgerinnen und Freiburgern. Zahlbares Wohnen braucht neue Ideen und dementsprechend haben wir hier bei dieser Wohnbaukonferenz uns kreative Köpfe zusammengeholt, gemeinsam mit fast 20 Gemeinderäten und Gemeinderäten aus Freiburg. Wir wollen hören, wie machen es andere und wollen daraus unseren eigenen Weg noch weiterentwickeln, den wir schon zum Teil gehen, aber immer wieder nachjustieren und dementsprechend ein großer Tag für Freiburg, weil gute Ideen, die wollen wir haben.